als ich die Angst vor dem Tod überwunden habe, konnte ich auch die Angst vor dem Leben hinter mir lassen. Plötzlich wurde das Leben ein köstliches Abenteuer. Ich bin so dankbar darüber, mit den jenseitigen Welten verbunden zu sein, denn meine Lebenserfahrung hat mir persönlich gezeigt, als ich die Angst vor dem Tod überwunden habe, konnte ich auch die Angst vor dem Leben hinter mir lassen. Plötzlich wurde das Leben ein köstliches Abenteuer. Es bringt sehr viel Frieden, zu wissen, dass unsere göttlichen Seelen natürlich unsterblich sind. Und damit das Erlöschen des Körpers sozusagen eine tatsächliche Wiedergeburt im Jenseits darstellt. Und das ist nicht nur ein tröstender Gedanke, sondern auch heilsam, wenn man das auch selber spürt, dass der Mensch, den man so sehr geliebt hat, so ein großer Teil des eigenen Lebens ist und natürlich die Liebe den Tod überdauert, auch diesen Menschen man weiter seine Seele liebt und mit Erinnerungen verbunden ist, dass diese Seele nicht einfach von jetzt auf gleich mit dem letzten Herzschritt ausgelöscht ist, sondern lebt in den feingeistigen Welten, in ihrer feingeistigen Natur. Und es ist auch wichtig, dass wir an unsere Verstorbenen liebevoll denken. Wie heißt es so schön? Erst wenn wir an unsere Verstorbenen nicht mehr denken, sind sie erst wirklich tot. Denn tatsächlich spüren und auch sehen die Seelen unserer verstorbenen Lieben, was wir über sie denken, wie wir uns erinnern, und sie können unseren Gedanken auch lauschen. Eine ganze Weile lang. Nämlich so lange, und das kann Jahre sein, wie wir aber auch diese Seele auch noch Zeit braucht, um noch mehr Abstand zu bekommen und die vergangenen Erinnerungen, die auch schön sein können, verarbeiten zu können. Und irgendwann, die Seele fühlt sich auch sehr gestärkt von liebevollen Gedanken, auch von unserer Vergebung und aber auch Versöhnung mit dem Tod, mit ihrem Weggehen in die jenseitige Welten hinein. Und irgendwann, wenn die Gefühle, unsere wie auch die der Seele, sich beruhigen konnten, denn alles braucht ja seine Zeit, spürt die Seele im Jenseits einen inneren göttlichen Ruf, noch mehr ins Licht zu schauen und ins Licht hineinzugehen, und sie beginnt sich immer mehr mit dieser göttlichen Einheit zu identifizieren, mit diesem Nachhausekommen, als mit ihrer letzten Rolle als Mensch, und schaut ins Licht und in ihrer Resonanz steigt sie immer mehr hinauf. Und je höher sie in ihrem Bewusstsein kommt, je sozusagen friedvoller, göttlicher, liebevoller, also resonanzfreier sie wird, umso weniger werden ihr unsere Gedanken hier auf Erden wichtig sein, umso weniger hört sie auch zu, weil sie umso weniger Resonanz hat. Und trotzdem tut jedes Kerzenritual, jedes Gebet, jeder gute Gedanke ihr gut, weil ein Gedanke ist ja auch Energie. Ein liebevoller Gedanke erzeugt liebevolle Energie, die wie ein Segen, wie eine Energiewelle zu dieser Seele
Nein fließt ganz gleich, wie weit sie bereits in den Astralitäten gekommen ist. Und das gibt ihr Wohlbefinden und noch mehr Urvertrauen und noch mehr göttliche Liebe. Selbst wenn sie ganz oben im Licht ist, spürt sie noch diese Verbundenheit, denn die Liebe ist nicht an Raum und Zeit gebunden, sie ist unsterblich. Die Seele im Jenseits hört unsere Gedanken erst dann nicht, wenn sie wiedergeboren ist, weil bei einer Wiedergeburt fokussiert sie sich auf ihre neue Inkarnation, auf ihre neue Rolle, auf ihren neuen Seelenplan und schaut nur nach vorne und nicht mehr zurück. Und das ist oftmals so ein Gefühl, wo wir zum ersten Mal als Hinterbliebene spüren, oh, diese Seele ist so weit von mir entfernt. Aber es fühlt sich nicht wie, als ob uns etwas im Herzen entrissen wurde, an, sondern es fühlt sich wie ein wundervolles Buch zuzuklappen mit Happy End und zu spüren, das war schön. Es fühlt sich wie vollendet an und das ist gut so. Bei einer Wiedergeburt erlebt die Seele eine Art, wie ich es nenne, Vergessenheitsschleier. In der esoterischen Sprache spricht man darüber, dass das dritte Auge zugeht. Natürlich nicht vollständig, sonst gäbe es in meinem Falle keine Hellsichtigkeit und sonst gäbe es nicht solche Phänomene, dass es sehr natürlich ist, dass die meisten Kinder bis etwa siebtem Lebensjahr sehr viel von vergangenen Inkarnationen noch träumen und manche sogar ganz schön detailliert berichten können und die meisten mit ihren unbewussten Ängsten aus früheren Leben konfrontiert werden, die sich dann, wenn der Geist umso mehr erwacht mit der Einschulung, auch wieder legen, weil der Intellekt die Gefühle immer mehr überwiegt. Es ist wichtig, dass die Seele sich nicht mehr an die vergangenen Inkarnationen erinnert, sonst kann sie sich nicht weiterentwickeln. Sie kann sich, besser gesagt, nicht weiter entfalten in ihrem Potenzial. Denn wenn ich beispielsweise in früheren Leben ein Genie am Klavier wäre und diese Liebe zur Musik natürlich und auch das Talent, die Tendenz nehme ich in ein neues Leben mit hinein, denn das wird ja dann ein Teil der Persönlichkeit. Aber mein Fokus sollte dann in den meisten Fällen doch auf eine andere Persönlichkeitsstärke liegen, denn es würde mir nichts nützen, weitere 100 Jahre als Genie mit diesem Musikinstrument zu verbringen, weil die Erfahrungen sich zu sehr ähneln würden. Und da unsere Wiedergeburt im Sinne der Selbstentfaltung dient und wir sowieso ja Wiederholungstäter sind, zu Wiederholungen neigen, ist es sehr sinnvoll, dass unser Fokus ganz auf die neue Kultur, auf die neue Zeit, neue Inkarnation, neue Fähigkeiten und damit neuem Seelenplan liegt. Sonst würden wir nur auf der Stelle stehen.